CAD+T ist flexibel, es schafft mit Normelementen, die vorhanden sind, die sind schon aufgebaut und es lässt sich trotzdem alles verändern, das ist für uns sehr wichtig. Und die Abhängigkeit, die ich hatte, praktisch von einem Mann, der auf der CNC gearbeitet hat, ist für mich ein grosses Risiko. Irgendwelche Ausfälle lassen sich gar nicht planen. Ich bin dummerweise der, der die CNC als einzig auch noch bedient hier. Und wenn ich das selten mache, macht es das für mich relativ schwierig. Wenn ich aber mit CAD+T arbeiten kann, ist das auch für mich eigentlich kein Problem. Oder wäre auch nicht das Problem, jemanden dort nachzuziehen.